Und einen wunderschönen guten Morgen und damit auch mal wieder recht herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man dieses wunderschöne, moderne Haus in Minecraft baut. Ja, ist mal wieder so was komplett anderes, was ich euch hier zeige, weil sowas in die Richtung habe ich tatsächlich noch nie gebaut. Okay, kleiner Anfangsruckler hier. Und ja, ich fliege einfach mal rum. Hier habe ich tatsächlich die Türen oben vergessen. Läuft bei mir. Und so sieht das Ganze dann in etwa aus, wenn es fertig ist. Und ich würde sagen, ich zeige euch heute einfach mal, wie man die Knecke baut. So, meine lieben Freunde, hier sind wir auch schon in Minecraft angekommen. Und vorab noch ein paar Anmerkungen. Und zwar ist es natürlich für immer... Für mich, wie immer, viel Arbeit, so ein Haus zu bauen, zu designen und dann noch ein Tutorial dazu zu machen. Deswegen, wenn euch das Tutorial gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten noch ein paar kleine Anmerkungen in den Video-Settings. Wir haben den BSL Standard Shader Version 5 spielen in der fast neuesten Minecraft-Version. Minecraft 1.11, naja, fast neu ist auch schon wieder gut. Und wir haben das Lowest HD Texture Pack drin mit 128 Pixel Auflösung. Und ja, dann kriegt ihr genau denselben Look wie ich und ich würde sagen, wir können eigentlich anfangen. Das Haus ist gar nicht so einfach zu bauen, also es gibt so ein paar tricky Sachen, die man definitiv beachten muss. Deswegen, ich habe mir vorher ein paar Fotos gemacht von dem Haus, damit ich hier am Handy gucken kann, wie ich was zu bauen habe. Aber gelegentlich werde ich eventuell mal darüber fliegen, nur damit ihr Bescheid wisst. So, wir fangen an und schnappen uns einmal die Pillar Quartz Blocks, also das sind diese Quarzsäulen, und platzieren die einmal hier hin. Dann lassen wir hier zwei Blöcke frei und platzieren hier einmal ganz normalen Quarz hin und dahinter eigentlich auch nochmal zwei Stück. Ach, wisst ihr was, das können wir auffüllen. So viel Platz brauchen wir da drin eh nicht. Okay, gut. Dann als nächstes hier einmal Great Terracotta hin, dann eins, zwei Blöcke nach vorne und dann sollte das Ganze sechs Blöcke in diese Richtung gehen. Fünf noch dran, genau. Eins, zwei Blöcke jetzt insgesamt, drei, vier, fünf, sechs Blöcke insgesamt. Und dann deuten wir mal an, dass das hier hinten in diese Richtung weitergeht. Sehr cool. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Dann hauen wir die Dinger jetzt erstmal drei hoch hier insgesamt. Eins, zwei, drei, zack, in etwa so. Hier oben an den dritten Block unten dran kommt eine Querstrebe mit Quarzstufen dran gebaut. Genau, weil dahinter kommt dann die Tür. Das wird alles ziemlich cool aussehen und fancy shit, aber so weit sind wir noch lange nicht. Okay, als nächstes brauchen wir limettenfarbenen Terrakotta. Der kommt einmal hier hinter, dann noch ein Block oben drauf und dann hier einmal 1, 2, 3, 4 Blöcke hin und dann einmal hier rüber, zack, in etwa so. Und wenn wir schon dabei sind, können wir hier noch eine Reihe oben drauf setzen. In die Lücke, die hier entstanden ist, dann einmal blau gefärbte Glasscheiben rein. Ihr könnt auch normal gefärbte nehmen, aber ich finde blau sieht eigentlich ziemlich cool aus. So, dann auf der rechten Seite hier diese Säule einmal weiter nach oben gezogen, bis, ja, wir können eigentlich erstmal bis ganz oben machen, genau. Dann kommt hier unten dran einmal wieder eine Querstrebe hin. Hier drüben das Ganze wird natürlich auch nach oben gezogen. Und so werden wir uns jetzt hier immer weiter vorarbeiten. Wichtig ist, dass ihr die Blöcke, ihr seht schon, es kann passieren, dass ihr die so platziert. Das wollen wir nicht, wir wollen das schön, dass sie alle nach oben zeigen. Weil ansonsten sieht der Bums nicht so schön aus. Und ich habe schon lange nicht mehr aufgenommen und ich habe mir wieder dieses angewöhnt. Es ist total schlimm und meine Stimme hört sich irgendwie komisch an. Aber that's the way it is. So, hier kommt jetzt nochmal eine Reihe grauer Terrakotta oben drauf, in etwa so. Dann einmal blau gefärbte Glasscheiben, ihr kennt das Prozedere, in etwa so. Und jetzt muss ich mal gucken. Jetzt wird es nämlich gar nicht so einfach. Hier kommen einmal Quarzblöcke hin, bis hier vorne hin. Dann einmal bis hier rüber, oder? Ja, genau, bis hierhin. Und vor die Quarzblöcke dann einmal Quarztreppenstufen, die nach unten gerichtet sind. Genau, cool. Das gefällt mir langsam. So, als nächstes brauchen wir schwarz gefärbtes Glas. Das kommt einmal hier entlang, bis hierhin. Sehr cool. Also, dass das hier rechts so alles schön bündig abschneidet, funktioniert relativ gut. Wie machen wir jetzt weiter? Wir können hier ein bisschen weitermachen. Hier kommen einmal wieder 1, 2, 3, 4 Blöcke hin. Dann einmal oben nach rechts. Hier die blau gefärbten Glasscheiben rein. Sehr cool. Aber jetzt muss ich überlegen. Denn wir brauchen ein paar andere Materialien. Und zwar brauchen wir Fichtenholz. Spruce wird im Englischen. Und zwar brauchen wir die Blöcke und die Treppenstufen. Genau. So. Jetzt lasst mich überlegen. Das müsste ein Block nach draußen gehen, gell? Ja, sollte funktionieren. Also fangen wir hier an. 1, 2, 3 Blöcke hin. Und dann... Wie habe ich das denn da drüben gemacht? Doch, ich habe das so gemacht. Genau, ich wollte schon sagen. Ich dachte, ich hätte mich hier verbaut, habe ich aber nicht. Genau.
Jetzt kommen hier, jetzt sind wir zwei Blöcke hoch. Ich glaube, wir müssen sechs Blöcke insgesamt hoch. Jetzt sind wir vier, fünf, sechs. Dann hier drei Blöcke freilassen und dann eine Querstrebe hin. Sieht das gut aus? Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Warte, lass mich mal kurz nachrechnen. Hier haben wir vier Blöcke. Vier Blöcke hier drauf. Dann das. Oh, Leute, rechnen. Es ist wirklich, ist eigentlich mein Ding, aber hier habe ich irgendwie gerade so ein paar Probleme. So, hier habe ich jetzt insgesamt sechs Blöcke. Das ist doch richtig. Ist doch alles cool. Was mache ich mir denn so viele Gedanken? Ja, ist richtig. Super. Easy. Gut. Und hier einmal wieder so eine Strebe hin. Dann hier einmal freilassen. Strebe hin. Hier drei Blöcke und oben dicht machen. Und das Ganze können wir jetzt noch ein paar Mal machen, dass wir insgesamt vier Löcher hier haben. Ups. Lass mich mal kurz hier machen. Zack, in etwa so. Vier Löcher hier, immer ein Block dazwischen. Und dann kommt hier hinten noch einmal so eine 6 Block hohe Säule hinten dran. Sehr cool. Funktioniert auf jeden Fall schon mal soweit. Finde ich super. Gut, dann kann hier schon mal der Quarz entlang bis hier hinten hin. Sehr schön. Und ja, es funktioniert. Cool. Freut mich. Jetzt lasst mich überlegen. Also, hier kommt Quarz hin. Dann kommen hier vier Terrakotta-Blöcke hin. Müsste so in etwa funktionieren, genau. Dann kommen hier einmal Glasscheiben hin. In etwa so. Und funktioniert das hier drüben? Oh, es funktioniert sehr schön. Ich liebe es, wenn Sachen funktionieren. Dann kommen hier auch vier Stück hin. Und jetzt brauchen wir einmal Birkenholz. Birchwood. Hier die ganzen Blöcke nehme ich einmal kurz. Und die klatschen wir fürs erste einmal hier rein, damit wir einfach schon mal einen Boden drin haben. Und ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ach, verdammt. Ja, bis wann machen wir? Machen wir so bis 11 Uhr? Ja, bis 11 Uhr klingt eigentlich ganz gut. So, dann einmal hier rüber. Zack, zwei Blöcke. Und jetzt kommt der eklige Teil, denn die Dinger hier sind nicht einfach zu platzieren. So, dann machen wir hier oben einmal dicht. Und dann, lass mich mal machen. Haben wir hier so eine schöne kleine Tür. Wer will, kann sie auch eins höher machen. Aber ich finde das, um ehrlich zu sein, so schöner. Ja, kann man halten, wie man will. Ich finde beides schön. So. Als nächstes kommt hier einmal die Quarzlab rechts nach drüben durchgezogen, in etwa so. Hier drüber kommt, was habe ich denn gemacht? Ah, genau, so funktioniert das ja. Ich erinnere mich. Ah, cool. Hier kommen einmal die Quarzsäulen hin, quergelegt, wichtig. Sonst sieht es komisch aus, wenn man jetzt hier irgendwie mal so eine drin hat, die so nach oben zeigt. Ihr seht, was ich meine, sieht irgendwie komisch aus und deswegen machen wir das nicht. Gut. Dann kommen hier drauf einmal Treppenstufen, Fichtenholztreppenstufen. Und dann kommt hier die nächste. Ah, nee, das ist ja so gemacht. Oh, das ist natürlich aufwendig hier. Halleluja. Oder? Warte mal. Wie habe ich das denn gemacht? Ja, genau. Hier kommt dann so. Okay. Doch, dann kommt hier noch einmal so eine Säule hin. Und hier, das können wir im Prinzip schon mal nach oben ziehen, bis hier hin. Das sollte eigentlich relativ gut funktionieren. Und ich muss mal später nochmal eine Kleinigkeit abreißen, aber das ist halb so tragisch. So, dann fangen wir hier hinten an und lassen hier jetzt einen Block frei. Und so machen wir das jetzt immer weiter, bis wir irgendwann keine Blöcke mehr haben. Also immer einen Block hier so schräg freilassen, dass man hier so einen 45-Grad-Winkel hat. Genau, bis hier hin. Und dann sieht das schon mal gar nicht schlecht aus, weil dann kann man hier die Treppenstufen drauf platzieren. Zack, in etwa so. Und es funktioniert wunderbar. Guckt euch das an. Ist cool, oder? Ich finde das ziemlich fresh. So, jetzt wird es ein bisschen ärgerlich, denn Dachbauen in Minecraft ist nicht einfach. Und zwar, ihr seht schon, was ich hier mache. Ich platziere immer verkehrt rum Treppenstufen und dann nach oben gerichtete Treppenstufe oben drauf. Und das machen wir jetzt wahrscheinlich für die nächste halbe Stunde, denn das dauert. Ihr seht, was ich meine. Genau, das müssen wir jetzt noch hier vorne das ganze Stück machen und so viel Arbeit und naja. Aber es führt kein Weg dran vorbei. Ich könnte World Edit benutzen, aber dann heult die Hälfte der Kommentare wieder rum. Du hast World Edit benutzt, jetzt komme ich nicht weiter, bla bla bla. Deswegen cheaten wir uns hier jetzt nicht durch, sondern bauen das Dach ganz gemächlich per Hand. Ich meine, wir haben ja Zeit, ne? Wer sich denkt, wie das Ganze aussehen kann, der kann jetzt auch gerne vorspulen, ist ja nicht verboten. Und überspringt einfach den Teil, wo ich das Dach baue. Aber wie gesagt, versucht dabei nicht irgendwie aus dem Bauflow rauszukommen, dass ihr am Ende dann nicht mehr wisst, wo ihr seid und so. Das wäre irgendwie blöd. So, hier die Quarzsäulen ziehen wir einmal nach oben. Ich weiß nicht genau, wie viel, aber es gibt eine ganz einfache Möglichkeit zu sehen, wie viel das sind. Und zwar muss das dann am Ende hier mit den Treppenstufen passen. Wenn das dann passt, dann haben wir eigentlich alles richtig gemacht. So. Dann bauen wir uns hier mal mit den Treppenstufen weiter nach oben. In etwa so. Einmal hier lang, einmal hier lang, einmal hier lang.
Einmal hier hin, einmal hier hin. Und dann, sobald wir hier an der Kante angekommen sind, also wenn das hier ebenbündig ist, so wie bei mir jetzt, dann machen wir das Ganze noch genau zweimal. Dann haben wir nämlich genau die Länge von unserem Dach raus. Sehr cool. So, als nächstes kommt einmal dieser Block hier so weit nach oben. Und der Rest auch. Genau, in etwa so. Und der kommt bis hier hin. Sollte funktionieren, wenn ich mich nicht täusche. Aber müsste eigentlich so funktionieren. Cool. Ja, was machen wir als nächstes? Wir könnten eigentlich den ganzen Rest der Folge noch Dach bauen. Naja, wir machen erstmal hier, machen wir dicht. Bis hier hin, so dass man hier nicht durchgucken kann. Wenn man hier jetzt die Treppenstufen platziert, dass das hier alles schön ist und ordentlich und bla 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 bla. Hier kann man noch durchgucken, das wollen wir nicht. Also machen wir einmal den da. Ups, bin ich gegen die Wand geflogen. Und ich glaube, meine Stimme hört sich irgendwie ziemlich angegriffen an. Ich glaube, ich werde krank. Das wäre richtig blöd, weil gerade habe ich so mega Bock aufzunehmen. Und wenn man jetzt krank wird, ist irgendwie alles nicht so geil. Aber ihr seht schon, es ist eine ziemliche Arbeit hier, das Dach hochzuziehen. Gerade, falls ihr das im Singleplayer baut und nicht im Creative mit Flugmodus. Viel Spaß, ne? Das wird eine lustige Geschichte, kann ich euch jetzt schon sagen. Aber hey, im Endeffekt habt ihr dafür ein richtig, richtig cooles Haus. Es hat zwar nicht super viel Platz, also da ist so eine Survival Base, wie ich sie da hinten gebaut habe. Übrigens könnt ihr euch gerne mal angucken, habe ich ein Tutorial zu gemacht. Natürlich wesentlich praktischer, aber wenn es cool aussehen soll, ne? Da ist das Haus hier schon ganz schnieke, finde ich. So, wir sind aber auch gleich oben angekommen, es geht. Also, selbst im Creative geht es. Im Singleplayer, naja, gute halbe Stunde. Aber kriegen wir schon hin. So, wenn wir jetzt hier oben angekommen sind, kümmern wir uns tatsächlich mal um die anderen Seiten vom Haus, denn hier die sollte soweit fertig sein. Ja, cool. Funktioniert also bis auf die Tür da unten und die Glasscheibe hier. Doch, die ist schon drin. Sehr cool. Ist die Seite tatsächlich fertig und ich finde, es sieht einfach mega schnick aus. So, wenn ihr euch das Ganze jetzt mal anguckt, es kommt schon so ungefähr hin. Ah, wir haben noch den Zaun vergessen. Naja, komm, den machen wir am Schluss. Ich wette, am Schluss vergesse ich ihn, aber hey. So, wie habe ich das denn hier drüben gemacht? Habe ich hier zwei breit? Ja, ich habe zwei breit. Okay, gut. Dann kümmern wir uns mal um die Wand. Die ist nämlich super einfach. Und zwar kommen hier einmal zwei Blöcke in den Boden. Und dann kommen hier noch 8 Blöcke links daneben. Also zwei Blöcke, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das Ganze ist jetzt wirklich lachhaft einfach. Wirklich, es ist so banal. Ich meine, guckt euch das Ganze an. Das Einzige, was man wissen muss, ist, dass hier oben noch 4 Blöcke sind. Okay, gut. Das sollten wir hinbekommen. Dann bauen wir einmal hier mit den blau gefärbten Glasscheiben bis ganz nach oben. Oder fast bis ganz nach oben. Und zwar bis hier oben noch 4 Blöcke dazwischen sind. 3 Blöcke, 4 Blöcke, 5 Blöcke. So, hier 4 Blöcke dazwischen bis hier oben. Und da drauf kommen dann wieder die Säulen. Und das machen wir jetzt noch einmal. Und danach müssen wir nur noch Wand hochziehen. Und haben die Seite vom Haus auch schon fertig. Es läuft richtig. Es läuft wirklich. Cool. So, denn was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen diese Wand hier einmal bis ganz nach da oben hochziehen. Ich zeige mal kurz, wie das funktioniert. Nehmen einfach die Säule, packen die bis nach hier oben. Und das machen wir jetzt noch 7 Mal. Weil das aber ein Busy zu lange dauern würde, mache ich das kurz mal mit World Edit, stack das hier einmal kurz nach oben, machen wir erstmal 20, wie weit kommen wir mit 20, es passt genau, cool, und dann sollte eure Wand im Endeffekt so aussehen, und ich finde, das sieht mega cool aus, deswegen Props an das Haus, ist cool geworden, finde ich, mega, mega nice. So, hier drüben können wir noch so einen Bubbel hinbauen, also hier einmal 2 Stück dran, und die ziehen wir jetzt auch noch nach oben, bis ganz nach oben. Denn hier rechts wären wir dann schon bei der anderen Seite vom Haus angekommen. Und damit eigentlich auch schon fertig. Ich weiß gar nicht. So viel Zeug haben wir gar nicht mehr zu tun. Ich glaube, ich würde sagen, ich lasse die Folge dann wirklich bei dem. Und den Rest seht ihr dann in der nächsten Folge. Oh, Leute, ich kann nicht mehr reden. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wie schon gesagt. Und wenn du neu dazugekommen bist, schau gerne auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es noch viele coole andere Tutorials. Dann würde ich sagen, sehen wir beide uns bei der nächsten Folge wieder. Leute, bis dahin, baut fleißig weiter. Ciao und haut rein.